So langsam fangen die Aufgaben an, echt dumm zu werden wieder. Was ein Scheiß. Na komm, ihr dürft auch noch sterben. Richtig hart. Noch einer. Na komm her. Komm her, ich krieg dich. Um mit dem Echelon von Level 16 auf Level 17 zu kommen, müssen wir 5 Gegner mit einer Pistole töten, während wir entdeckt wurden, ohne selbst getroffen zu werden. Wir müssen 4 Gegner töten innerhalb von 15 Sekunden, nachdem wir aus der Tarnung in Bauchlage raus sind. Und wir müssen einen Gegner überfahren und danach schnell 2 Gegner mit einer Pistole töten. So langsam fangen die Aufgaben an, echt dumm zu werden wieder. Und Schwierigkeitsgrad extrem, wird das extrem schwierig. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jawohl. Ja, ich hab zwar falsch gezählt, aber die Herausforderung ist geschafft. Nice. Dank dem One-Shot-Beilift-Revolver war das Ganze ja bis jetzt relativ einfach. Auch wenn ich mich hart verzählt habe, wie ein Kindergartenkind, noch schlimmer. Aber nichtsdestotrotz, wir haben die dümmste Herausforderung schon mal geschafft. So. Einmal einbuddeln. Müssen wir die Tarnung und Bauchlage verlassen und dann wie viele Gegner töten? 4 innerhalb von 15 Sekunden. Fahr weiter, komm, fahr. Müssen da jetzt so viele Autos kommen? Ich mich noch mal kurz repositionieren. So, noch mal. Jetzt Tarnung und Bauchlage verlassen. Moment. So, und das war die zweite Herausforderung. So, der Revolver ist echt geil. Geht da eigentlich ein Schalldämpfer drauf? Ich glaube nicht, ne? Nee, geht gar nichts drauf. Schade. Aber ich glaube, dann wäre der auch ein bisschen zu imber. Na komm, ihr dürft auch noch sterben. Richtig hart. Noch einer. Na komm her! Komm her, ich krieg dich! Danke fürs Auto. Jetzt müssen wir noch einen Gegner überfahren und danach schnell 2 andere mit der Pistole töten. Kann ich, wenn ich hier... Ja, das geht. Vielleicht zählt das ja auch. Ich wollte nicht aussteigen, halt. Einsteigen. So, die sitzen alle hinten, ne? Ja, gut. Brauchen eine Patrouille mit 3 Gegnern. Oder generell einfach irgendwo 3 Gegner. Da haben wir doch eine. Nein, nicht. Na, ich kann nicht nach unten zielen. Ich kann nicht nach unten zielen. Das ist doch Beschiss. Und jetzt haben die KI-Kameraden die Kills schon erledigt. Na toll. Okay, also aus dem Fenster zielen ist keine Option. Ja. Sondern rausspringen ist angesagt. Und KI-Kameraden deaktivieren. Einfach, damit es einfacher ist. Da vorne sind leider nur 2. Ah, da können wir es auch beide überfahren. Ah, guck mal, da ist noch ein. Da sind noch welche. Einmal. Oh, ja, roll doch noch langsamer. Och. Nee. Ui. Nee. Mm-mm. Also lautet die Devise definitiv erstmal komplett zum Stillstand kommen, damit wir uns nicht so dämlich aus dem Auto rausrollen. Was vielleicht auch eine Option wäre, ist
einen Gegner woanders überfahren und zwei Gegner an einer anderen Stelle dann erschießen. Dafür bräuchten wir theoretisch zwei Patrouillen oder eine. Ja. Also ich fahre da jetzt einfach nochmal durch. Ich probiere das jetzt einfach nochmal hier. Hallo, Kuckucks. Oh, Alter. Warum zielt er denn jetzt nicht mehr über Kimme und Korn? Warum zielt er nicht mehr über Kimme und Korn? Ich hasse diese Bugs. Ah! So, da haben wir einen isoliert, quasi. Und jetzt schaffe ich das Auto zu klauen. Und ihn damit überfahren. Nein! Leute, da drüben ist jemand! Jetzt überfahren. So, einen überfahren. Noch ein überfahren. Oh je. Es war zu langsam. Es war zu langsam. Warum war das zu langsam? Wie schnell soll man das denn tun? Ich probiere das jetzt mit Motorrad. Ich habe auch wieder auf meine andere Pistole gewechselt, auf die USP. Probieren wir es damit. Es hat geklappt! Es hat geklappt! Motorrad for the win! Was ein Scheiß!